Wonderful, Hunter, Brick and Summer. Und ja, wir sind gerade wieder auf dem kleinen Mädchen. Ich habe bekommen, dass die Aufnahmetaste genau die gleiche Taste wie Pause zu drücken. Und dadurch hat das Spiel ein paar Minuten länger gelaufen noch. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld. Und der Tag ist etwas länger und wir sagen mal gleich wieder erforscht dadurch. Jetzt wird hier Frozen Soup, weil ich muss geforscht. Gut. Und ich habe gedacht, wir bauen diese Folge mal ein Restaurant endlich. Und dann diese Anstellung da unten kommt mit, wir wollen, dass sie ein Restaurant haben wollen. Bauen wir da auch eins mal. Nur ich muss noch irgendwo hin. Ich kann jetzt drüber bauen. Wo brauche ich die Parkplätze? Ja, ich baue es unten dran. Ich baue hier ein paar eine Parkplatzreihe nach hinten. Obwohl, das ist eine gute Idee, da baue ich hin jetzt. So, jetzt kommen hier Kastaner-Parkplätze hin. Ziehen wir einmal durch. Dann nicht. Dann geht diese Route hier etwas weiter noch. Dann kommt da Staff-Parkplätze hin. 6 Stück. Hab ich da nur. Ach, da kann ich keine hin. Ich reite das einfach hier oben noch ein Stück mit Staff-Parkplätzen. Ich habe mich einfach nach links versetzen müssen. Hätte jetzt hier die Straße gehabt. Da Parkplätze für Staffs haben können. Mist! Geh mal da mal die Straße. Ist da vorne die Parkplätze? Kommt da hin. Einfach quer über die Straße gegangen, einfach auch nicht schlecht. Lang ist ja zu lang. Immer noch zu lang. Ja, alles wird 3 Matches, wenn das doch nichts. Und dann kommt die Meldung wieder. Ach man, geht da weg, Meldung. Das ist nämlich nicht Meldung. Mann. Mann, groß habe ich jetzt ohne Lage gemacht. Dann machen wir das Lager hin, dann kommen Objects, Stuff Only Door, da, Door, irgendwas. So, jetzt müssen wir das natürlich das Hauptteil machen, das Restaurant. Wie groß machen wir das jetzt erstmal? Ich würde sagen, wir machen das mal so groß, oder? Das reicht erstmal für den Anfang. Wenn es Profit bringt, kann man es ja größer machen. Ne? Ich muss nur hoffen, dass der Arbeiter während seiner Arbeit nicht vergeht. Hat er schon mal gemacht. Also mittendrin hat er abgebrochen oder weggelatscht. So, jetzt hat er nur eine Tür. Das reicht aus. Und da jetzt geht er zu dem Auto hoch, oder? Ja, fährt weg. Hab ich so gewusst. Und da hat er was an. Das meine ich. Jetzt kommt natürlich dran, welche Sachen hinstelle. Wo ist das? Steht der Koch? Oben oder unten? Keine Ahnung, ich stelle es aber hin. Hier gibt es einen tollen Other-Counter. Der müsste da hin, damit er voll gut arbeiten kann. Aber nö, der Salat zu kurz dafür. Ich mich verarscht davon. Ich möchte es nicht blitzt haben. Weg damit. Nicht bauen lassen. Nein! Ach, das ist gebaut. Doch nicht. Perfekt, jetzt muss er einfach rumlatschen, oder? Um das eine Felder zu platzieren, oder? Ich weiß es nicht. Floor. Machen wir da Floor hin. Hallo? Hallo? Hä? Ich bin überfordert. Was hab ich jetzt da hingebaut?
So, ich habe jetzt herausgefunden, der Raum ist einmal zu klein. Zweitens, machen wir jetzt hier das Ding hin. So. Warte mal, das ist eigentlich Wurst, wo das Ding ist. Weil es muss ja nur da sein, da befüllt er dann immer das. Die Idee, wir machen einfach hier das Ding hin. So, jetzt kommt da eine Wolle und da Wolle. Teil doof. Ich spiel das mal aus, jetzt bauen wir das Hook-Ding. Perfekt. Der Lader immer noch zu klein, Mist. Ist halt immer nicht daran, dass der Osterkanon einen neuen Reichweite hat. Und die müssen dahinter auch noch Platz haben. Mann. Das heißt, wir brauchen Fundament. Wir erweitern den Laden. Und wie viel? Wir können ihn nur so weiter. Wir müssen den jetzt weiter erweitern. Egal, machen wir einfach. Da kommt der Arbeiter. Aber wir machen Plus. Ich hab das Gefühl, wir machen ja Minus gerade. Weil das Geld sinkt. Guck, guck. Und es wegpasst. So. Jetzt haben wir genug Platz, hoffe ich mal. Wir bauen die Tür da jetzt hin. Und dich reißen wir raus. Und jetzt ist der Arbeiter gerade auf dem Weg hierher weg gewesen, einfach weil er mit seiner Schicht fertig war. Ach Mist. Guck mal, hier haben wir alles erforscht schon. Hier fehlt aber alles. Hier fehlt aber auch alles, hier fehlt aber auch noch alles. Super. Hier könnt ein Soda-Dingsbums hin. Also kommen hier zwei Food-Wärmer hin. Wir müssen das noch drehen. Und stellen dann hier zwei Kassen auf. Das ist dann perfekt. So, jetzt holen wir nochmal Fast-Food-Stühle. Ich weiß nicht, so oder? Zusammenlicht? Ich weiß es nicht. Nein, so. Das dahin. Also durchkommen wirst du, weil das große Loch in der Wand. Da war die Wand weggemacht, auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir noch nach das da. Und das ist das Restaurant hier. Das ist Restaurant. Und das ist ein Storage. Management. Restaurant. Oh, ich hab's falsch ausgewählt. Fast Food. Ja. Ich hab's falsch ausgewählt. Da. So. Du bist, sag mal, noch die gleiche Zeit. Einfach von 7 bis 22 Uhr. Perfekt. Stuffs. Oh nö, hier gibt's ja viel mehr. Wir brauchen einen Verkäufer. Du bist der Verkäufer. Du bist der Stock. Wer ist der Koch? Du. Ah, du? Du hier. Die will nicht so viel Geld haben, deswegen. Die kommen alle um 7, das ist perfekt. Jetzt warten wir nur um 7. Ah, guck mal, sie ist als Einrahmen, als Dirk, ne, doch nicht. Als Putz wäre sie besser. Als Koch, du bist als Kassierer gut. Ah, ja, schon eine Kassierer, ach man. Er darf. Ja, hier, Koch. Und der wäre es bei der Dirk-Log. Ja, hier. So, was haben wir hier? Mehrere Kassierer, jetzt haben wir aber zwei hier da, nicht schlecht. Die Schicht wechselt halt hier. Oh ne, die will 12 haben. Was sind denn die teuer? Die wollen einfach 12 haben. Ja, das geht nicht weiter.
Profi. Jetzt ist der da, aber der Rest nicht. Der kommt. Nee, doch nicht. Aber wo ist der Koch? Und der Rest? Nur der ist da. Gut, die einfach morgen erst dann, oder was? Ja, du kannst auch wieder jetzt gehen. Jetzt ist ja keiner da. Da steht der aber da und guckt doof. Klasse, jetzt steht der. Hallo? Du sollst nur 8 Stunden da sein und nicht 50. Der ist kaputt oder was? Gut, aber so 7 Stunden. Oh, perfekt. Ja, man, ich kann nicht besser kochen. Ist ja beide genau gleich scheiße. 30. 31, sehe ich besser. Also kriegst du eine Stunde weniger. Sieht eigentlich besser hinten passieren. Boah, ich hab einen Kunde. Ne, doch nicht, der ist noch reingeladen, hat er doof geguckt. Guck mal, ich hab Hunden in meinem neuen Lädchen und noch irgendwie Minus von 700. Ich lade das noch in den Laden, der macht Minus. Rest. Ja, bisher haben wir nur Minus gemacht. Das ist eine schlechte Idee, wenn die so wechseln. Also wenn wir einen Kassierer, wenn die 13 Uhr anfängt. Sind ja 7 Stunden gemacht. Ein Koch ist es eh, was hat alles voll gemacht. Was ist das? Da? Der steht einfach nur da. Guck mal, das ist mein Restaurant. Das Restaurant ist. Der da läuft. Warum latschen wir nach da unten und latschen wir zurück? Ah, mein Restaurant läuft schon mal, das ist schon fest. Warum ist der warum ist jetzt die Verkäufer? Hä, warum ist der Kassierer jetzt schon früher gehauen? Hä? Ich vermute mal, die sind jetzt zu voll, da runterzuladen, oder? Also der Fall ist, dass ich so faul sind, da runter zu latschen. Ja, das wäre dann scheiße. Warum mache ich jetzt so viel Minus? Achso, gleich pro Fläche wird Minus gemacht. Das ist eine Methode. Gibt's hier was Neues? Eiscreme! Und V ist noch was. V ist ein Vegetable. Jetzt weiß ich nicht, was hier drin ist. Was ist das? Ich mach jetzt einfach mal Eiscreme rein. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich mach jetzt Eiscreme rein. Da war Soda drin anscheinend. Chaos Pizza. Jetzt hab ich nur noch Wasser doppelt. Und Soda. Das ist gut. Oder eingeräumt werden. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der mit zusammen, dass die jetzt von da oben runter latschen müssen, oder? Mal beobachten, so einer von oben runterkommt. Ja, da ist einer runter, da ist einer runtergelaufen, weil er da oben geparkt hat. Gut, der andere in den Laden reingegangen danach noch. Da ist mein ganzer Parkplatz gelaufen, um da runter zu gehen. Und dann ist er wieder runter. So ein Auto, war nicht schlecht. Krass, das hab ich auch noch nicht aus.
Aber das Restaurant läuft nicht so gut, sehe ich gerade. Könnte besser sein. Ich glaube, die Schlange ist aber nur zu lang. Warum sind da jetzt noch zwei da? Ich dachte, es hat nur eine eingestellt. Die rufen eher ab 14 Uhr, 13 Uhr sollten eigentlich beide verschwinden. Ich verstehe es nicht. Warum haben die haben Hunger, aber hier unten ist eins. Warum gehen alle 20 Uhr schon? Ja. Sorry wegen dem kleinen Cut. Ich bin gerade unabsichtlich auf meine Aufnahmetaste gekommen. Die eine meiner Sondertasten ist an der Tastatur, die neben Escape ist. Ich würde eigentlich Escape drücken, aber ich die gedrückt deswegen. Sorry. Ich überlege mal, mir den Laden ja so weit auszubauen, dass er 24 Stunden offen sein kann. Und den hätte ich wahrscheinlich da oben hinbauen sollen. Einmal bleibst du jetzt hier unten. Warum kommen die alle schon um 6? Ich dachte, die kommen erst um 7. Hä, hey, steht um 7, aber die sind schon um 6 da. Ja, Wurst. Hauptsache sie kommen. Ich weiß nicht, ob sowas lohnt, einen Shop in der Nacht zu öffnen, aber wann kommt dann überhaupt die nächste Frage? Hoher Preis, wird ja nicht gekauft. Nee. Das hier. Das gibt's einfach nur dreimal. Deswegen. Gut. Aber das Main Produkt ist einfach 9%, das ist. Die Main Kategorie ist einfach Brew. Das ist glaube ich das da. Bei denen. Den auch, oder? Ja. Ich würde ein Kühlregal für Wasser. Oh, hiervon brauche ich einige jetzt. Wie viele denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, ich brauche fast eine ganze Reihe davon. So, das heißt, Ladenerweiterung. Um, hier habe ich eine Reihe, da ist noch eine Reihe. Um 3. Wenn ich hier ansetze, setze bis dahin. Warte, jetzt habe ich 1, 2. Und nochmal 2. Ich brauche aber noch einen mehr. So. Ich muss nur noch Angestellte kommen, das Bau. Schade, das geht noch nicht, wenn noch nicht da ist. Jetzt geht's gut.
sowas noch. Store. Jetzt Wasser. So, dann haben wir erstmal alles drin. Da noch eins drin. Da ist noch eins drin. Und dann. Oh. Noch eins drin. Wir haben bloß. Anscheinend läuft sie unten auch, auch langsam. Was ist denn das? Ich hab doch eins. Hä? Jetzt ist der Kassierer gegangen. Verstehe ich nicht. Warum geht der Kassierer immer vor allen anderen? Ich mach Minus. Also ich reiß den Laden gleich ab da unten. Also der Laden hat auch noch viel mehr gehabt. Anscheinend hat er aber wenig Profit. Ich weiß nicht warum, aber er hat wenig aktuell. Und aktuell mache ich 700 Minus. Ja, krass, mit pro Stunde wäre das da oben steht. Was, da wäre ich pleite. Was ist das? Ich hab... Was ist das? Ich glaube, die wollen einfach den Laden nur genau da dran haben, einfach damit sie gleich rüberlaufen können, oder? Oder verstehe ich das gerade irgendwas falsch? Warum kommst du immer eine Stunde früher? Ja, da haben wir nur noch minus 1%, aber guck mal, das wird schon besser. Und ja. Ich habe wieder Pause gedrückt. Das? Ach ja, verkauft die Produkte. Läuft richtig. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr die Einräumung. Store. Da ist ein Storage. Der Store. Ich kann es hier abhören, ob da schon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. Wie hat es gehabt? Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. So, du hast gerade Schluss. Da irgendwas meistens los, meistens die Daten verlassen zu führen. Habe ich Klamotten freigeschaltet? Ja, jetzt habe ich 6 neue... Kein Klamotten stand aber... Warum habe ich das dahingestellt, frage ich mich gerade so. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das Wasser drin, glaube ich. Ja. Kann ich das da oben stellen? Nein, wir stellen es mitten in den Laden einfach. Aber was können, gell? Jetzt habe ich 3 davon, ich brauche 3 weitere noch. Mist. Da reicht der Platz nicht mehr. Oder wir machen hier aus die Soda da oben rein. Ja, perfekte Idee. Wir reißen aber den einen Soda-Schrank da unten ab. Die reißen wir ab. Dann die 2 Brotdinger da. Wie viel Brot? Brot! Ja, jetzt muss der Arbeiter wieder kommen. Wird er dann wieder, wenn die Arbeiter das aufgebaut haben, wird auch die Folge dann zu Ende sein. Ich überziehe ihn wieder toll, merke ich gerade. Also meine Zeit habe ich schon 26 Minuten aufgenommen.
Ach, das stimmt, seht ihr dann in der Aufnahme, ja, aber... Ich klappe meinen Timer gerade, deswegen... Was war denn da drinne gewesen? Ich packe jetzt einfach einmal irgendwas rein. Ah, da war Wasser drinne gewesen, hat es aktualisiert. Hier hat ein T-Shirt hin. Irgendeine Penne. Nein, ich wollte jetzt noch nicht bearbeiten. Hier einräumen. Das. Doch, ich muss gerade die Beine hier gestellt haben, die ist so spät. Ach, was gibt's hier? Kleider. Und Hosen. Und T-Shirts. Und ein Baum. Und mehr T-Shirts. Und die merken immer noch rum, weil das Restaurant da unten. Scheint jetzt voll da runter zu laufen. Ich würde auch mal sagen, dann war's da für diese Folge heute. Und ja, lasst einen Daumen hoch da oder ja. Oder ein Like. Das ist genau das gleiche. Oder ein Abo sogar. Und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.